Ja, hier. Ja, oh, oh, ja. Aus der Maschine raus. Nee, die Hose ist weg. Sag doch mal! Ja. Wir wollen starten mit der Eröffnung der WM-Straße 2018. Ich möchte Sie alle, liebe Fußballfreunde, liebe Freunde des Werder-Ecks, meine sehr verehrten Damen und Herren und ganz besonders liebe Kinder, ganz, ganz herzlich hier in Lohne in unserem Vereinslokal, Stratmann Schöbel rechts ran, ganz herzlich begrüßen. Und dann würde ich eigentlich schon sagen, kann ich das Mikrofon an unseren Bürgermeister Herrn Gerdesmeier abgeben, den wir jetzt mit einem kräftigen Applaus begrüßen. Ja, lieber Peter, liebe Kinder, Jugendliche und Gäste, ich darf Sie auch im Namen der Stadt Lohne noch einmal ganz herzlich hier zur Eröffnung der WM-Straße 2018 begrüßen. Tatsächlich ist in Lohne in diesem Wochenende extrem viel los. Wir haben gestern unsere neue Sporthalle, das Lohneum, eröffnet, haben da heute Abend noch eine Show mit 1000 Gästen. Wird wahrscheinlich auch schön warm werden da, vermute ich. Und ich wollte es mir trotzdem nicht nehmen lassen, hier Ihnen ein herzliches Willkommen zu sagen zur WM-Straße, weil das, was das Werder-Eck hier auf die Beine stellt, wirklich bemerkenswert ist. Das Werder-Eck feiert in diesem Jahr das 25-jährige Bestehen. Und nur mal eine kleine Zahl, die haben dann in 25 Jahren über 750.000 Euro für den Jugendfußball zur Verfügung gestellt. Und ich finde, das ist wirklich ganz toll. Viele Kinder und Jugendliche dabei sind, begeistert sind. Ich freue mich auch, dass ich Ailton mal kennenlerne heute auch. Ich weiß gar nicht, ob es Herr Ailton oder einfach Ailton heißt. Wahrscheinlich einfach Ailton. Ja, da freue ich mich drüber und denke, das ist für Kinder auch ein ganz tolles Zeichen. Ja, zum Abschluss möchte ich sagen, 2014 war ich schon einmal hier. Das zweite Mal, dass ich eine WM-Straße miteröffnen darf. 2014 ist bekannt, wie das Ganze am Ende ausgegangen ist. Deutschland ist natürlich Weltmeister und so werden wir das 2018 wiederholen. Vielen herzlichen Dank und viel Spaß heute Abend noch. Guckt euch das mal an, das ist ja ein Highlight, das ist ein Gäste hier leben. So, der Werner zeigt euch, wo ihr hin müsst. Dann geht es weiter mit Saudi-Arabien. Die haben wir gestern haushoch geschlagen. Die Flagge wird reingetragen von der ersten Jugend SFL Fechter. Da sind sie. Weiter geht es. Mit Ägypten. Die Nationalflagge wird hereingetragen. SV Hamburg Langenberg. Zweite F-Jugend sehen wir hier. Und dann in der ersten Gruppe, der Gruppe A, zum Schluss Uruguay. Da sehen wir die F-Jugend vom SV Wolberg. Dann kommen wir zur Gruppe B. Portugal. Der reingetragene erste FC Paranes, die F-Jugend. Dann haben wir die Spanier. Spanien reingetragen. Von Blau-Weiß-Lohne. Erste G-Jugend. Weiter geht es. Ja, wir sind auf jeden Fall schnell hier. Oh, weiter geht es mit Marokko. Da bringt die Fahne die erste Jugend SV Höttinghausen. Da ist Marokko. Und weiter geht es mit dem Iran. Und Essen mit Krone. Die IOF-Jugend. So, dann SV Lasko. Die
E-Jugend. Und die Serie von 101 E-Jugend. Als erstes Russland. Die Gruppe E. Erste Mannschaft. Das sind die Leute, die haben den gleichen Weg hier gemacht. Bringt diese Nation zu uns. Wir kommen zur Gruppe G. Belgien. Wir sehen da die G-Jugend von Blau-Weiß-Lüsche. Dann die Nation Panama. Reingetragen von TuS Neunkirchen, die EU. Tunesien. SV Emsteck. Erste B-Junior. England. Grün-Weiß-Bockdorf. Fünfte F-Jugend. Und die Gruppe H. Die letzte Gruppe. Polen, SV Karo, erste F-Jugend. Dann geht es weiter mit Senegal. Wir sehen die F-Jugend von SV. So, da haben wir die Nation. Jetzt gehen wir an die Fahrt. Schön hoch. Alle da hoch. Ein riesen Applaus. Und somit ist die Landstraße 2018 von Werder eröffnet. Nein, sie haben mehrfach aufgehört. Sie sind erstens zu Gast bei Werders besten Fanclub, den wir haben. Hey, Beifall! Das werdet ihr nachher auch.